Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Exoget-Initiative. Ja, wir haben ein massives Problem mit Essen. Es ist nicht genug da. Die waren gerade hier im riesen Ansturm, 20 Mann rein. Hier ist, schaut mal, gerade so wie eben. Da wird wohl einer hier leer ausgehen. Ja, drei gehen leer aus. Nee, doch nicht. Okay, haben wir noch Sitzplätze? Ja, im Moment passt das noch, aber ich glaube, es ist Zeit hier umzuräumen. Und das werden wir jetzt tun. So, da muss ich mal ganz kurz. Ja, wartet mal. Ja, genau. Machen wir mal hier Pause. Das wollte ich machen, genau. So, wir haben also jetzt einen erheblichen Leerstand. Das ist nicht akzeptabel. Ja, ich müsste die eigentlich erstmal zu Ende essen lassen, ne? Also, wenn wir das so machen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. 16, was haben wir jetzt? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 haben wir jetzt. Da hätten wir 4 Plätze mehr. Das wäre von die Plätze her okay. Und hier in die Mitte machen wir die Automaten. Ja, so wie das mal vorgeschlagen wurde von dem Zuschauer, könnte man mal ausprobieren. Da hätten wir 4 Plätze mehr auf jeden Fall. Ob wir hier einen Automat hinkriegen, glaube ich nicht. Das wird nicht funktionieren. Ja. 2, 4, 6, 7, das sind eigentlich 28 Essen, ne? Die kommen eben einfach nicht hinterher. Das heißt, ich müsste eigentlich mal gucken. Die Rollgeschwindigkeit müsste man erhöhen. Das kostet aber 500. Ich kann es mir nicht leisten. Tut mir leid. Ich kann auch. Hier kriegt man nochmal 4 Bots mehr für 300. Alles schwierig irgendwie. Aber ich lasse die jetzt erstmal zu Ende essen. So viele haben jetzt auch nicht Hunger. Die haben jetzt gerade mehr oder weniger alle bekommen. Ja, so lassen wir das laufen, dann lasse ich es auch hier laufen. So, ich prüfe nochmal. Forscher sind alle da. Ich stelle jetzt alle ein, dann ist das egal. Ich nehme jetzt alle. So, der wird gleich fertig sein hier. Dann brauchen wir hier noch einen. Ein Forscher. Ich mache das mal hier unten. Das ist, glaube ich, übersichtlicher. Die lassen wir da. Dann haben wir hier neue. Das ist natürlich. Neue ist immer so eine Sache. dann machen wir hier mal einen rein. Und zu einem neuen Forscher machen wir auch. Aber das soll eigentlich nicht der Chef sein. Also ein neuer Forscher, der Chef, das halte ich für keine gute Idee. Die könnten mal wiederkommen hier. Forscherteam. Ja gut, sonst noch einen Soldaten dazu packen. Aber ewig Leute haben wir ja auch nicht. Das können wir später machen, wenn wir die Geschütze haben. An dem wir dran sind, mehr oder weniger. Aber ich glaube, die füllen schon hier auf, ne? Im Moment geht das noch. Ich muss mal hier drehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wenn man das so macht, ist das dasselbe in grün, ne? Ja, irgendwie schon. Warte mal, ich muss mal Pause machen. So. Den mache ich jetzt mal hier hin. Der kommt jetzt mal hier hin. Genau. Das machen wir mal so. Ach, so geht's auch mit dem Rücken zur Wand hier. Na gut. Das funktioniert leider gar nicht. Das ist schlecht. Den muss ich mal irgendwo anders hin beamen hier. Das Problem, ich habe keinen Platz. Da kriege ich auch bloß das hin. Nee, das ist keine gute Idee. Das funktioniert auch nicht. Vor dem Eingang ist natürlich immer eine gute Idee, klar.
Das ist auch nicht so. Das ist ja echt doof, ne? Na gut, aber andererseits. So, dann mache ich den mal daran. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das, wir müssen das so machen. Das ist eben blöd, dass das hier wirklich so ein kleines Ding hier, ne, braucht da echt zu viel Platz. Das ist echt unglaublich. Echt unglaublich. Zwei, vier, sechs, sieben. Es hat sich nichts verändert. Wir haben immer noch 28 Essen. Plätze hat sich auch nichts verändert. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Es verändert sich nichts. So, ich prüfe nochmal, ob wir hier noch irgendwo was dran setzen können. Könnten Sie höchstens hier noch was dran setzen, ne? Komm mal her hier. Müssen wir es halt so machen, ne? Und dann machen wir hier noch einen dran. Warte mal, hier. Jetzt geht's nicht mehr. Uns ging's. Dann müssen wir den drehen. Dann geht das wieder. Schätze ich mal. Nee, will er jetzt auch nicht. Weil der hier vielleicht steht. Ist aber auch egal dann. Ne? Also auf alle Fälle haben wir jetzt zwei Plätze mehr, aber ideal schön ist es auch nicht. Gut, haben wir aber auf jeden Fall jetzt geklärt. Gut, dann haben wir das. Krankenstation passt auch soweit. Da haben wir auch die Ärzte eingestellt. Hier läuft es auch. Wir können mal bei den Patenten schauen. Haben wir da was Neues? Das sind vier. Nee, das reicht alles nicht. Können wir uns schenken. Hier hinten läuft es soweit. Strom haben wir auch genug. Das passt. Jetzt müssen wir nochmal wegen die Teams gucken. So, Team 10 ist voll. Team 11 hat einen zu viel. Da wird man noch einen Arzt oder irgendwas reintun. Team 12, da brauchen wir irgendeinen jetzt. Was hat man denn jetzt hier noch für einen? Ein Arzt oder so? Ne, die kann ich nicht nehmen. Die kann ich nicht nehmen. Was haben wir denn hier unten noch? Da ist auch gar nichts. Das tote Ebbe ist hier. Das ist ja übel. Das ist ja echt übel. Maklam, da brauche ich auch noch ein paar Leute. Was haben wir denn hier? Jeremy Davis, Brian Miller. Tja, die müssen wir jetzt auch hier irgendwie voll kriegen, ne? Da brauche ich noch. Wow, da brauche ich richtig viel. Gut, okay, dann müssen wir jetzt mal gucken. Miller. Der ist im kein Team, wie es scheint. Nehmen wir. Davis. Und Xu läuft. Können wir mal klar machen. Was haben wir denn noch übrig jetzt? Die sind schon alle vergeben hier. Okay, das sind dann die, die vergeben sind. Oh, da schleift es ja da auch wieder. Ja, das liegt jetzt an dem Erzteam hier, ne? Warte mal, das können wir aber anders machen. Ja, genau, dann machen wir das anders. Da kriege ich vielleicht noch eins zusammen hier. So, und Davis? Vielleicht sollte man aber hier vielleicht noch einen anderen mitgeben, nicht bloß die halt. Die sind gerade auf Auftrag. Da kriegt man noch ein Team zusammen, genau. Dann hätten wir nämlich alle Teams und dann tun wir das mal austauschen. Und dann hätten wir noch einen in Reserve. Muss ich mal oben gucken. Dann könnten wir hier das Erzteam noch mit einem auffüllen. Jawohl, so machen wir es. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann Diplomaten. Da braucht man natürlich hier unsere Diplomaten. Aber ich glaube, die sind alle gestorben, leider. Sehr traurig. Diplomaten. Ich glaube, da braucht man auch einen Soldaten dazu. Ich würde trotzdem mal schauen, dass wir vielleicht noch was rankriegen. Das sind gerade sehr gute Konditionen hier. Wir machen mal zwei. Und ich hoffe, dass wir die noch rekrutieren können. Denn wir haben nämlich hier, wenn ihr hier reinschaut, haben wir hier oben nämlich eine Anzeige. Gator und Teams. Und wir sind bei 48. Ja,
Das ist eine ganze Menge. Aber was willst du machen? Gut, die Neustrukturierung, ne, da musst du halt gucken. Aber so läuft es halt. Gut, dann schaue ich nochmal hier rein. Wir haben also das Team 1 haben wir, das Team 2, die Studien. Studien, da müssen wir halt die erforschen, die Spezies. Ne? So, dann haben wir die hier. Ja, da werde ich bei jedem noch einen abziehen und auffüllen. Weiß ich aber noch nicht mit was. Wir haben, glaube ich, dann ein Team zu viel. Also Asteriel brauchen wir zwar, aber ich glaube, wir müssen da ein bisschen sparsamer sein. Wir haben einfach zu viele. Hier haben wir Forscher. Hier müssen wir irgendwie auch auffüllen mit einem anderen. Sonst wird das nichts. Wenn die wieder da sind, machen wir das so. Und einen Forscher hätte ich noch. Das wäre aber Miller. Der ist noch nicht hier. Oder Miller. Sie ist noch nicht in einem... Nee, Quatsch. Nee, die forscht. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Was hat die denn? Die muss ich mal ausruhen. Warte mal. Ich nehme dich mal raus. Du kannst mal ein bisschen Freizeit machen, ne? So schlimm... Das geht nicht. Du musst dich mal ein bisschen ausruhen. So, Betten haben wir frei. Zeug haben wir hier auch. Also die muss ich bloß kümmern, ne? Die muss ich bloß kümmern hier. Ah, die sitzt schon beim Doktor. Muss zum Arzt. Ja, da geht's nicht so gut. Kontaktbedürfnis, ne? Die will ein bisschen quatschen. So, was hat sie jetzt? Depression. Da gibt's eine Pille, eine Chemopille. Ist kein Problem. Das mit dem zweiten Arzt, glaube ich, ist auch eine gute Sache. Max Weber. Oder Weber. Wir sagen es halt mal Englisch, ne? So, verletzt, bringt hier mit Proben. Was ist denn das? Ein Forscherteam. Okay. Ja, ist okay. Ne? Oh, wow. Alarm. Ja, das passt schon. Der überlebt schon. Okay, ich glaube, das Limit wird dann wohl 50 sein. Genau weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass es ein Limit gibt und ich weiß, dass wir relativ davor stehen. Na? Vielleicht muss man ein Team wegmachen, dann ist das so. So, die ganzen Soldaten brauchen wir im Moment. Ja. Jetzt muss ich nochmal gucken. Forscher-Teams. Sie brauchen wir nicht. Kelly und Caitlin. Dann machen wir das mal so. Kelly. Und Caitlin. Warte mal. Nee, das ist sie. Caitlin. Wo seid ihr denn? Kleinen Moment. Habe ich mich verschaut? Nygien? Mhm. Ach, hier, Caitlin war der Vorname. Dann ist es Nygien, natürlich. Nygien. Wo ist sie jetzt hin? Nygien, genau. So, dann haben wir das. Und dann müssen wir auffüllen. Mit irgendetwas. Was wir gerade brauchen. Wie sieht es aus? Johnson haben wir unter Kontrolle. Und Weber macht auch sein Ding. Haben wir noch irgendjemanden hier frei? Die ist im ersten Team. Die sind alle mehr Teams hier. Okay, die brauchen wir nicht nachgucken. Dann wären es eigentlich nur noch Soldaten, die wir hätten. Hier hat man eine Forscherin, die wir noch mitnehmen könnten. Ja, machen wir mal. Dann ist das Team trotzdem jetzt voll. Genau. Und hier müssen wir mal gucken. Ach, wir nehmen einfach mal Lee mit und wir nehmen hier Hahn mit oder Han. Genau. So, dann können wir die nämlich auch einstellen. Gut, dann geht's los. Wir haben, das ist das Team für F10. Ich sehe es nicht.
Wir haben bloß das Team FC zugewiesen. Das ist ja ein Ding. Ja, okay. Dann machen wir das so. Die Teams sind jetzt alle komplett, die Forscherteams. Gut, dann machen wir das. Okay, dann geht's jetzt los. Wer haben wir das? Hier waren wir besetzt, hier waren wir fertig, hier waren wir fertig. Hier waren wir auch fertig. Hier hat man noch was offen. Dann nehmen wir jetzt hier die 11. Jawohl. So. Expedition planen. Hier ist kein Forschungspotenzial. Deswegen ist das, das ist erledigt. Dann hat man das hier noch offen. Dann nehmen wir hier die 12. Ja. Genau. Was haben wir denn hier? Oh, wow. Und dann nehmen wir hier die 13. Und dann läuft das. Sehr gut. Gut. Okay. Ja, sehr schön. So soll das sein. Gut, die wird hier geheilt. Wie viel haben wir denn? Ja, es ist immer noch gut im Plus. Ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ich werde sie trotzdem wieder einteilen. Müssen wir ja. Vielleicht geht es ja wieder besser irgendwann. Dann läuft das. Und das ist auch das Schöne hier, könnt ihr jetzt nebenbei machen. Und ich glaube, wir sind unseren Abwehrgeschütz ziemlich nah. Das sollte passen, ne? Okay. Gut, wie liegt man da Zeit? Passt. Das hat eigentlich auch hier funktioniert. Und ich bin eigentlich. Was die hier kriegen für den Erzabbau, ist übel, oder? Echt krass. Ich bin eigentlich ganz happy, dass das jetzt hier so funktioniert hat. Das Einzige, was ich nochmal mache, ich würde den gerne nochmal ein bisschen umstellen hier. Weiß bloß nicht, ob das Sinn macht. Vielleicht so? Hier ist er dann und da wird operiert, ne? Guck mal, die bringen auch Zeug mit. Probe, Exemplar und noch eine Probe. Sehr schön. Ja, die Betten sind hier voll, aber das macht nichts. Alles gut. Würde vielleicht das hier nochmal ganz gerne umstellen. Muss bloß gucken, wohin. Die bringen auch Zeug mit. Hammer. Na, bleib hier. So, komm her. Jetzt habe ich das Tor hier geklaut. Ich will doch das hier. Ihr wollt doch das nicht mopsen hier. Das funktioniert nicht. Das funktioniert so auch nicht. Kann ich das hier so ein bisschen hinstellen? Nee, ne? Das geht auch nicht. Okay. Das geht auch nicht. Das wollen wir da nicht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und können wir das noch ein bisschen irgendwie ranstellen? Nee, das geht auch nicht. Ist alles manchmal so ein bisschen sehr platzintensiv, obwohl es eigentlich Pillepalle-Sachen sind, aber will halt nicht kooperativ sein, ne? Funktioniert das? Wir hauen das mal dahin, mal gucken, ob das funktioniert, ne? Gut, dann haben wir das. Hier läuft es auch. Da haben wir Exemplare und Proben und hier läuft es auch. Sie ist wieder dran. Ja, läuft. So, was haben wir denn hier? Soziologen haben wir bekommen. Wissen. Oh, wow. Den nehmen wir auf jeden Fall. Und den nehme ich. Kriege ich den da eingestellt? Siehst du, und das sind wir schon. Maximale Anzahl 50, so wie ich es gesagt habe. Gut, dann tut es mir für die Dame leid, aber dann ist das halt so. Gut, jetzt würde ich gerne das Soziologenteam hier vorne machen, also das Diplomatenteam. Und da brauchen wir. Ja, das sind natürlich jetzt alles eins, aber das macht ja nichts. Machen wir ihn zum Chef oder sie, was sie auch immer jetzt war. Und ich glaube, wir müssen einen Soldaten mitschicken, ne? Da wäre vielleicht aber ein Erfahrener nicht schlecht. Haben wir hier noch einen guten? Es wird alles weniger. Miller, schick mal Miller mit. Das sollte passen. Victoria Miller. Gut. Diplomaten. Dann können wir auch hier gleich mal gucken, denn wir haben ja hier die erste Spezies und das sollte jetzt möglich sein, Kulturstudien. Bist du sicher, dass du Kulturstudien hier beheimateten Elders erforschen möchtest? Diese Entscheidung kannst du später nicht mehr rückgängig machen. Diplomaten, ne? Ich glaube, das passt. Ja, kein besonderer Vorteil, Fortschritt der Ellenkultur. Also, die sind uns irgendwie freundlich gesinnt, ne? Würde ich mal sagen, machen wir mal. Läuft. Gut, dann haben wir das Team auch.
Wir können übrigens mal gucken, wie es aussieht. Wir brauchen noch bei dem Erzen, bräuchte man noch irgendwie was? Erzteam. Wir haben aber nichts mehr an Erzen. Muss aber auch sagen, Asteriel haben wir halt zwei Teams, ne? Das ist natürlich auch eine Sache. Aber gut, so ist es halt. Maglam könnte man eigentlich mal einteilen, ne? Hat man noch nicht gemacht. Hier. Bestätigen. Damit haben wir das drin. Genau. Die vier Forscherteams haben wir. Wir haben zweimal Asteriel, einmal Maglam. Und, ja. Dann läuft das. Jetzt bräuchte man noch ein Team für Exonium. Da fehlt uns noch einer. Aber vielleicht können wir einfach... Luis, bist du schon eingeteilt irgendwo? Nee, ne? Weißt du was? Dann machen wir das so. Hier. Und dann nehmen wir das Exonium-Team. Passt. Haben wir auch. Gut. Und dann hätten wir eigentlich noch Kopium, aber da haben wir noch nichts. Die Forscherteams sind soweit komplett. Was habe ich denn jetzt noch übrig? Der ist stationär, stationär. Die ist stationär. Und das andere sind alles Verteidigungstruppen. Ja. Ich denke mal, die Soldaten werden dann auch wieder frei werden, sobald wir die Geschütze haben. Wir sind bei 845 übrigens. Wir gehen mal in die Waffentechnologie. Ne, warte mal. Wo müssen wir hin? Hier hin. Sicherheit. Geschütze möchte ich jetzt haben. Vielen Dank. So, wir machen 186.000 in Patente. Und das heißt, wir machen auch mal hier was in der Regeneration. Da haben wir wieder ein neues. Super Sache. Jetzt muss ich mal hochscrollen. Ja, das war das gerade. 26.000 im besten Fall. Die Wachstumsschübe sind mit 88% schon, ja, gut unterwegs. Und hier hat man noch mal Wachstumsschübe. Hm, machen wir auch gleich noch. Sind wir nicht so. Wenn die Zeit haben, sollen die das forschen. Aber wie geht es denn? Nee, warte mal. Du sollst drinnen bleiben. Ich wollte eigentlich gerne wissen, wie es dir geht, aber das sehe ich so nicht. Dann machen wir das so. Ja, Kontaktbedürfnis. Die ist aber hier voll ausgelevelt, ey. Die haben wir richtig gut, ne? Und jetzt geht's hier mit... Was ist das denn? Sozialkompetenz. Geht auch noch oben. Die ist ein bisschen gestresst. Weißt du was? Ich nehme die jetzt mal raus hier. Die soll mal irgendwas anderes machen. Die soll sich mal ein bisschen hier... Komm, geh mal ein bisschen quatschen oder irgendwas. Ja, genau. Du kannst ja nicht nur arbeiten. Nee, das ist nicht gut. Das können wir nicht machen. Da kriegt ihr die Krise. Vielleicht geht jemand anders hier ran. Für den Moment. Diese, die gehen sogar hier an die Container. Wird auch wieder geforscht. Also es kommt wieder Zeug rein. Passt. Okay. Gut, dann hätten wir erstmal das. Ja, wenn du hungrig bist, kannst du nicht zum Einsatz gehen. Dann gehst du was essen. Das ist ganz einfach. Ja. Ja, siehst du, haben wir wieder volle Schränke hier und zwei Sitzplätze mehr haben wir. Das ist doch auch was wert. Gut. Okay, das mit der Erweiterung hier, das war eigentlich eine gute Sache, dass wir den Gang mit reingenommen haben. Da haben wir hier hinten auf alle Fälle noch Platz für Zeug. Regelmäßig wird jetzt Maglan, Exonium, Asteriel abgegraben und das Kobium haben wir noch nicht. Diplomatie läuft auf dem Planeten für die Forschung. Wir haben vier Forschungsaufträge, die regelmäßig laufen. Und ich denke mal, ups, dass es so springt, ich verstehe es trotzdem nicht. Und ich denke, unsere Forschungssachen sind hier auch gut unterwegs. Ja. Und die Soldaten, das passt. Wie gesagt, sobald die Kanonen hier kommen, funktioniert das dann auch irgendwie. Ja. So, die machen sich langsam hier fertig, das läuft. Es ist trotzdem traurig, dass die 3 Tage brauchen, bis die dann hier so auf dem Posten stehen. So, Soziologen können Datensätze zu Alien-Kulturen zusammenstellen. Diese werden in Datendepots in der Bibliothek gespeichert. Anschließend müssen sie von Soziologen einer entsprechenden Forschungskonsole ausgewertet werden. Dadurch erhöht sich das Wissen über die untersuchte Kultur. Wenn du eine Kulturstudie abschließt, dazu sind meist mehrere Einsätze und mehrere Datensätze nötig, können diplomatische Beziehungen aufgebaut und der Sektor besetzt werden. Dankeschön. Datensatz Rakta. Okay. Ja, der kriegt natürlich nicht sie oder sie, weil das halt eine reine Forschungssache ist. Aber haben wir denn hier so eine Konsole, wo die forschen können? Analysebank, ne? Das müsste es jetzt sein.
Komm, wir schauen mal, was die Caitlin da macht. Was? Was habe ich mit der gemacht? Nix. So, alle Mann in Deckung. Warum rennst du dort hinter, wenn alle Mann in Deckung sollen? Ach, Louis ist eine Soldatin, ne? Oder? Ja, ich glaube. Ja, nimm dir ruhig Zeit, ne? Keine Panik. Das heißt, wir brauchen 50 Betten eigentlich. Oh. Ein Blaster. Okay, das hier vorne läuft, mehr oder weniger, denke ich. Ja. Die schießen. Oh, hier kommt eine ganze Menge durch. Wow. Jeden kommen sie nicht durch. Was ist denn mit der Tür dort? Warum? Warum spielt die Tür verrückt? Weiß keiner. Okay, ich tue das mal so machen. Dann sind die nämlich hier ein bisschen flexibler in der Bewegung. Okay. Ich glaube, das hat super funktioniert. Ja, uiuiuiui. Aber gut, schau mal, das mit den Kammern macht sich auf alle Fälle bemerkbar. Auch wenn sie jetzt wenig Leben haben, stehen die Chancen noch relativ gut, dass das passt, ne? So, die bringen ein bisschen Zeug wieder mit, das passt auch. Haben die was kaputt gemacht? Nö. Hier hinten passt es auch. Okay, mit den neuen Waffen, das funktioniert. Und sobald wir jetzt einen Soldaten verlieren, ist das auch gut. Dann können wir das mit einem anderen dann aufwerten irgendwie. Das können wir schon hinbiegen. 125 an Dings. Was? Wo fährst du hin? Achso, du fährst zurück. Wollte gerade sagen. Das wäre aber, ist aber auch ein bisschen verwirrend, ne? Wenn die nicht im Einsatz sind, dann können die doch ihr Licht ausmachen. Ja. Verletzt, verletzt, verletzt. So, hier muss man operiert werden. Ja, sie kommt. Okay, sie kommt. Wie geht ihr's? Okay, geht eigentlich ganz gut, ne? Hat ein bisschen gequatscht unterwegs, hat ein bisschen Zeit. Ah ne, das war sie ja gar nicht, oder? Das war ja die Ling Long. okay. Schau mal, was die mitbringt. Das ist ja der Hammer. Und trotzdem sind wir hier noch nicht voll, ne? So, wunderbar. Wir haben immer noch 50 plus. Jawohl. Soziologen sind jetzt im Angebot. Das ist sowas. Okay, also unser Generatorraum, das funktioniert auch. Wir haben Betten, hätten wir noch ein paar, aber wir haben keine. Ja, wir haben keinen verloren. 13 Teams haben wir. Müssen wir mal gucken, ob wir das halten können. Dass wir vielleicht da reduzieren irgendwie und dann nochmal die Leute optimieren. Aber das schauen wir, wenn es soweit ist. Ich gehe mal davon aus, wir werden früher oder später auch. Der nächste Welle wird stärker sein, dass wir dann wieder was verlieren. Und dann ist das halt so, ne? Gut, ich würde nochmal prüfen, die Teams. Wir haben das erste Team, das ist ein Allrounder-Team für die Ersterkundung. Das ist okay. Ist auch ziemlich gut gelevelt, das sollte passen. Dann haben wir den Erzteam, da haben wir keine Leute mehr dafür. Ein Erzteam. Ja gut, es ist aber auch nicht so schlimm. Da könnte man noch einen Soldaten mitschicken. Machen wir mal sie hier, wenn sie gesund ist irgendwie. Dann. Und vielleicht noch ein Doktor haben wir nicht mehr. Nee, Doktor kann ich nicht schicken. Doktor kann ich nicht schicken, das geht nicht. Aber einen Forscher haben wir auch nicht mehr. So gesehen haben wir gar nichts mehr. Es ist nichts mehr da. Aber wir können, dann bringen wir, nehmen wir Evans noch mit als Erzerkunder. Der ist dann der Erzerkunder und die anderen tun das hier sichern. So gut, dann haben wir das auch. Dann haben wir hier Diplomat. Das ist auch in Ordnung. Das sind zwei
Soziologen und einer, der das beschützt. Und dann hätten wir noch Studien. Studien ist jetzt am Objekt, ne? Warte mal, da muss ich mal gucken, wie das ist. Wir hatten das hier drüben. Da wolltest du haben. Also die sind neutral, weder positiv noch negativ. Das liegt jetzt an uns. Wenn wir mit den Studien machen und uns mit den anfreunden, funktioniert das dann vielleicht auch. Hier wäre was für das Diplomatenteam jetzt, ne? Können wir nochmal losschicken. Machen wir auch mal, da leveln die ein bisschen. So, hier hätten wir Forschungspunkte Level 7. Das wäre eigentlich dann was für die hier, Erkunder und so. Schicken wir die mal rüber. Ja, das wird schon passen. Und dann brauchen wir die Suits brauchen wir dann irgendwann mal. Sonst wird das hier nichts. Da haben wir wieder ein Artefakt, ne? Ja, wie gesagt, wenn du hier das Finanzielle noch im Auge behalten musst, ne, ist das nochmal eine andere Hausnummer. Sehr gut. So, das tun wir mal hier ab. Schließen. Genau. Das mit dem Krankenstation gefällt mir sehr gut, wie sich das jetzt entwickelt hat. Gefällt mir echt gut. Mhm. So, was haben wir denn hier? Patente. 170.000. Wir haben hier noch 3 in der Pipeline. Das ist okay. Kraftwerk haben wir kein Zeug dafür. Baubots, dass die schneller sind, halte ich jetzt für nicht so wichtig. Was hätten wir denn hier noch? Die Alien-Rekrutierung, das halte ich jetzt auch nicht so für das Ultimative. Luftfilter, Stirnleuchte, Ballast. Das sind so verschiedene Ausrüstungssachen, die das dann einfach ein bisschen besser machen. Für das leichte Exosuit, was man machen könnte, und das schwere, ne? Da hast du dann hier nochmal ein paar andere Sachen. Gut, Bibliothek. Die Alien-Kultur-Datenstudien. Das ist das, was ich brauche, ne? Die Forschungskonsole. Bräuchte ich dann, also müsste man als nächstes auf das gehen. Ja. Sicherheit, wie sieht's aus? Das Geschütz wird immer noch geforscht. Okay. Wie viel haben wir denn hier jetzt, ne? Wo sehe ich es denn da oben? 103. 30, 70, 80, 90. Dann hätten wir die Waffen eigentlich durch. Gelle. So, genau. Geh da mal ran hier und mach da mal was. Ja, für das Labor oder hier so, da brauchst du eigentlich auch 2 Forscher, ne? 2 standardmäßige. Aber irgendwann hört das auch auf. Gut, also so wie es läuft, bin ich eigentlich sehr zufrieden und deswegen würde ich sagen, wir springen in die nächste Folge. Es dauert natürlich alles ein bisschen, wir nehmen uns auch ein bisschen Zeit, damit man das alles so, auch die Hintergründe versteht, denke ich mal. Und dann ist es so, das schauen wir nochmal rein. So, wir sind auf einen Spätrupp der Squabs gestoßen. Vermutlich versuchen sie herauszufinden, ob sich der Planet zu erobern lohnt. Der Kriegsherr ist bei ihnen. Es sieht ganz so aus, als wollten sie demnächst ein also diesen Planeten durchs Gate verlassen. Ihr müsst den Kriegsherrn töten. Reisen sie zurück auf ihren Heimatplaneten. Was haben wir denn? Arzt, Soldat und Forscher? Da brauche ich eigentlich nicht anfangen, ganz ehrlich. Ihr müsst den Kriegsherrn töten. Ach komm, wir reisen zurück. Möglich, wobei mir das im Grunde genommen egal ist. Viel wichtiger scheint mir, die Invasion aufzuhalten. Oh, Moment, da sind noch mehr von den Kriegsherren. Mhm. Es gibt mehr als einen davon. Möglicherweise teilen sich die Führungsrolle und sie sind sowas wie das gemeinsame Hirn des Kalmar-Schwarms. Was im Klartext bedeutet, dass wir mehrere Ziele eliminieren müssen, wenn wir die Invasionstruppen stoppen wollen. Die Kriegsherren tragen schwere Rüstungen, sind bis unter die Zähne bewaffnet und sind im Begriff, den Planeten zu verlassen. Ihr müsst es zumindest versuchen. Ich habe eine Idee. Das geht. Also angreifen brauchst du nicht. Nee, das brauchst du nicht. Das geht. Nehmen wir mal das geht. Ich bin ganz Ohr. Ich öffne das geht um genau dieselbe Stelle wie Iris. An genau derselben Stelle wie Iris. Und wozu soll das gut sein? Ist das nicht total gefährlich?
Rudi Kopp hat mir mal versichert, dass das nicht riskant sei. Anscheinend wird das Signal des ursprünglichen Gates dadurch gestört, dass Wurmloch kollabiert. Also gut, dann eben nicht. Dann muss das Team eine Lösung finden. Ich nehme B. Wie du meinst, Hauptsache unser Gate ist hinterher nicht unbenutzbar. Ich habe nämlich keine Lust, hier festzusitzen. Das Timing müsste präzise erfolgen. Wir lassen es dich wissen, sobald sich das gleiche Squab-Gate öffnet. Ich nenne die jetzt mal Squabs. Dauert nicht lang. Ich halte mich auf Abruf. Genau. Wir haben den Moment der um Haaresbreite verpasst. Das Exo-Gate ist bereits auf. Ich übermittle die Koordinaten. Wir gehen in Deckung. Ich öffne jetzt das Gate an exakt derselben Stelle. Wahnsinn. Oh krass. Zwei einander überlappende Gates. Es sieht wunderschön aus. Ich glaube, das Ganze fliegt gleich in die Luft in Deckung. Was passiert bei euch? Das Gate ist geschlossen. EG1. Einen hast du erwischt. Chef, die Portale haben sich überschnitten und sind dann kollabiert. Einer der Kriegsherren liegt tot am Boden. Die anderen sind entkommen, aber vielleicht sind sie auch in der Ritze zwischen Raum und Zeit gerutscht. Untersuche den Leichnam. Wenn mehrere Kriegsherren überlebt haben, wird die Invasion weitergehen. Untersuche den Leichnam. Schon unterwegs. Der Leichnam ist verkugelt. Es ist erst riesig. Der Trick mit dem doppelten Gate hat ihn übel zugerichtet. Es war allerdings kein sauberer Schuss. Wir müssen die äußere Hülle aufstemmen. Okay. Was ist drin? Komisch, die Substruktur besteht aus ungewöhnlich organischem sowie aus robotischem Material. Ich sehe auch sowas wie Kommunikationsequipment. Und das hier, das ist eine Speichereinheit, die müssten wir entschlüsseln können. Legt los, ungewöhnliches organisches Material. Ja, die Organe der Kreatur sind absolut überraschend. Sie sind mit Hilfe von Schläuchen und Kabel an Maschinenteile angeschlossen. Ob die Kalmare ursprünglich einmal Roboter oder lebende Wesen waren, lässt sich nicht sagen. Ich denke, wir müssen die Speichereinheit dekodieren. Legt los. Interessant. Ich glaube, die getötete Einheit hat Anweisungen weitergegeben, sowohl an die Infanterie, die wir bei uns auf der Basis ja schon kennengelernt durften, als auch an andere Kommandanten. Oh, hier ist noch was Interessantes. Koordinaten. Vermutlich von dem Ort, an dem die Armee weiterziehen sollte. Oder könnte es sich um den Kalmar-Heimatplaneten handeln? Jetzt wendet sich das Blatt. Wenn es uns gelänge, einen lebenden Kriegsherrn eine Software einzupflanzen, könnten wir seine Befehlskette oder sogar seine komplette Denkweise ändern und dafür sorgen, dass er sich an das Fußvolk und an andere Kommandanten weitergibt. Das neue Gedankengut würde sich verbreiten, bis die ganzen Kalmarschwarm daran glaubt, und auf diesem Weg könnten wir die Invasion aufhalten. Und wenn das gelingt, sind Möglichkeiten schier endlos. Ja, da willst du die Folge beenden und dann musst du ihr noch 10 Minuten Text lesen. Der Plan gefällt mir. Es ist ethisch höchst fragwürdig, klingt nach Computervirus. Ja und nein, wir führen ihre Systeme nicht zum Abschluss und machen auch keine Daten unlesbar. Du kannst es dir eher so vorstellen wie eine Software-Update oder wie ein Patch, der eine neue Idee einpflanzt. Eine Idee, die sich über das bestehende Netzwerk verbreitet. Wenn die Koordinaten auf ihren Heimatplaneten führen, dann müssen wir genau dort ansetzen und unser kleines Programm implementieren. Wir müssen etwas bauen, das stark und mobil genug ist, um so viele Kriegsherren wie möglich zu erreichen. Kein leichtes Vorhaben. Deshalb galt auch für das Exo, das galt auch für das Exo-Gate, und doch haben wir es geschafft. Genau. Naja, läuft. So, das Komitee. Et voilà. Jetzt wissen wir, wie die Squab-Invasion aufhalten können, aber was habe ich denn jetzt hier noch? Es gibt Ärger. Ein Rudel humanoider Raubtiere ist hinter uns her. Sie sind schnell, sie sind intelligent. Ich glaube, sie jagen uns einfach so zum Jux. So, ich lese das mal weiter hier. Worauf wartest du also? Ab in die Werkstatt, ein Sendegerät will gebaut werden, oder vielleicht sollte ich eher sagen, eine Weltvernichtungsmaschine? Versetzen wir die Scopes einen Schlag, den unsere Aktienkurse so schnell nicht vergessen wird. Okay, naja gut. So, die sind hinter uns her. Warnung, die regelmäßige Einsatz von EG-11 benötigt deine Aufmerksamkeit, grundphysische Gesundheit. Ja, die soll mal warten. Könnt ihr euch verteidigen? Könnt ihr euch verteidigen? Ich fürchte, dass wir sind zu schnell, noch stark genug. Diese Viecher haben eine kugelsichere Panzerung. Wir sind in einer kargen Hügellandschaft unterwegs. Früher muss ich hier mal einen Wald gestanden haben. Aber alles wurde abgeholzt. Ich glaube, wir haben unser Verfolger fürs Erste abgeschüttelt. Wir legen eine Verschnaufpause ein. Was sind das für Kreaturen? Genau genommen können wir das nicht erkennen. Ich glaube, es sind Reptilien. Gepanzerte Haut, rote Kriegsbemalung. Was? Okay. Außerdem hatten wir den Eindruck, dass sich keine Augen
zwar keine Augen besitzen, also sind sie vermutlich blind. Wir haben bessere Chancen, wenn wir unsere trennen. Sie sind als Jäger zugeschickt, als dass wir das Team zusammenbleiben sollten. Okay, in Ordnung, teilt euch auf, bleibt zusammen. Trennen? Puh. Sicher? Oh wow. Okay, wenn sie es so wollen. Geht klar, wir gehen getrennte Wege. Viel Glück. Hör mal, ich bin absolut dafür, die Invasion zu stoppen. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Was ich damit sagen will, ist, tu nicht, was ich nicht auch tun würde. Na, das sind wieder Informationen, die du nicht brauchst, du. Du, jetzt ist aber mal gut hier. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war jetzt nochmal 10 Minuten Text hier oder 7 Minuten. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao, auf bald.